Grundsätzlich braucht man für die ganze Montage von einer Klapptür einen handelsüblichen Kreuzschlitzschraubenzieher oder für die Profis eine Akkubohrmaschine. Wenn du etwas heim bekommst, dann kommst du da über Scherenbänder für Klapptüren und Schläge dazu. Und das sind die Dämpfer für auf die Scherenbänder rauf. So Nöppe hier. Und die Nöppe ist der gleiche Raster da hinten dran, rundherum. Ich muss auch eine ganze Nähte tun und Kaien lassen. Und dann zusätzlich tut man noch die Decke zwischen dem Montagewinkel und dem Blech, dass da Verbindung hat. Und da auf beide Seiten. Und dann nimmt man die Scherenbänder, nimmt den blau, den schwarzen Distanzwinkel und tut die drei Schräubchen von hinten her durch. Wenn man den schwarzen Distanzwinkel schon drauf hat, das Scherenband soweit vorbereitet hat, kann man jetzt noch den Dämpfer reinklicken und dann so montieren. Das Ganze wieder anschrauben. So, und jetzt sind die Dämpfer dran. Die Front die kommt ja nicht fertig mit Griff. Du musst das Griff ja auch anmachen. Und die Montagesätze sind ja die schwarzen, die Nupsis da, plus die zwei Frontenschräubchen. Und der Griff kommt von USM in diesen zwei Paketen. Einmal der Griff und einmal hinten dran der Riegel mit der schwarzen Abdeckung. Den Front haben wir von USM so über. Da ist noch nichts moliert. Den vom Montageset haben wir die zwei schwarzen, ich sage jetzt diese Nupsis. Die kann man einfach oben einstecken und auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann nimmt man den Plastikteil und den Riegel und fährt es so also gegen oben ein und lässt es keien. Dann tut man den Riegel aufstoßen, dass man es so in der Hand hat. Dann gehen wir von hinten her ins Loch rein, tut den ganz rein und gegen oben ziehen. Dann nimmt man die zwei Schrauben, steckt es durch und lässt immer noch den Riegel oben. Nachher nimmt man den Griff und schaut, dass die Niete hier auf der rechten Seite ist, wenn man vor der Klappe steht. Man nimmt sie so rein, dort so draufstecken und dort mit dem Daumen anpressen. Und dann kann man die Schräubchen anziehen. Wichtig ist, da müssen wir darauf schauen, dass die Schräubchen ganz leicht reingehen, nicht streng. Wenn es streng geht, müssen wir nochmal raus und warten, bis es so einen Klick gibt und dann können wir es nochmal probieren. Und die muss einfach ganz ring reingehen. Wenn ihr beide Schräubchen angezogen habt, und einfach normal, so mit ein bisschen Druck drauf, dann könnt ihr den Riegel abstoßen und dann ist gerade die ganze Geschichte fertig mit der Front. Dann nehmen wir die Front, so in die Hand wie ich, nehmen mit den Däumen das Scherenband ab, spannen es ein bisschen führen, dann mit den Däumen einfahren und lassen es einfach reinkallen und ein bisschen Druck drauf geben. Und das war es. Dann nehmen wir die zwei Schräubchen, die wir noch fertig haben, vom Montageset. Dann können wir die Front montieren, die Schräubchen anziehen.
dann wäre die ganze Montage von der Klappe. Wunderbar.